Mit 3:4 hatte Turbine Potsdam das Hallencup-Finale 2013 gegen den dänischen Meister aus Kopenhagen verloren. In diesem Jahr aber hatten die Potsdamerinnen schon die beiden Vorrundenpartien gegen Brøndby gewonnen. Jetzt sollte aber auch noch natürlich im Finale der Sieg und damit der Titel her. Und Turbine gleich von Anfang an präsent. Schönes Anspiel von Julia Siemensch. Aber die treffsichere Ada Hegerberg zielt hier noch nicht genau genug. Auf der Gegenseite auch der Titelverteidiger gefährlich, aber auch Larsens Schuss am Tor vorbei. Aber dann ging es wieder in die richtige Richtung. Asano Nagasato siegt Toni Göransson. Und die schwedische Nationalspielerin trifft in der Halle ja bekanntlich besonders gern. Und nur Sekunden später erhöht Ulla Draas mit etwas Glück zum 2:0. Turbine jetzt fast wie im Rausch in diesem Finale. Wunderschöne Kombination zwischen Jenny Zietz und Julia Siemensch. Und jetzt stand es sogar schon 3:0. Die Turbinen überrannten den Titelverteidiger am Ende geradezu. Toni Göransson und Ada Hegerberg kommen fast schon mühelos zu weiteren Treffern. Wir haben gute Spiele gesehen, wir haben die besten Spiele gesehen. Brøndby gegen Potsdam. Finale war für uns natürlich ein Highlight. Wir wollten unbedingt gewinnen. Das ist so klar, war uns von vornherein nicht klar, aber war verdient. Wir waren absolut die bessere Mannschaft in diesem Spiel hier. Turbine schlägt also im Finale Brøndby IF mit 5:0 und gewinnt damit auch völlig verdient den zweiten internationalen Turbine Hallencup in der MBS Arena. Und Inka Wieseli hat eine glückliche Siegerin am Mikrofon, die übrigens auch zur besten Spielerin des Turniers gewählt wurde, Toni Göransson. Toni, was ein Finale. Du hast 2 Tore geschossen, wurdest beste Spielerin, ihr seid Turniersieger. Was sagst du dazu? Nur, das hat viel Spaß gemacht und das macht immer Spaß, gegen Brøndby zu spielen. Und ich denke, wir haben als Mannschaft sehr viele Tore geschossen und das finde ich natürlich sehr gut. Und jeder Spieler hat sehr gut gespielt. So. Hast du damit gerechnet, dass du beste Spielerin wirst? Nein, wirklich nicht. Aber manchmal läuft es so. So ist das in der Halle. Manchmal läuft es, manchmal nicht. Du musst auch viel Ball haben und so viele Möglichkeiten. Und habe ich heute gehabt. So ein bisschen Glück musst du immer haben. Genau. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und jetzt für die Saison. Was meinst du, ist der Meistertitel noch drin und die Champions League? Ja, na klar. Definitiv beide. Ja, definitiv. Dankeschön, viel Erfolg und tschüss. Und auch zu Turnierende noch einige.